Immer wieder zur regulärer CSGO-Action an diesem Sonntagabend mit sage und schreibe vier Spielen aus der Star Ladder, Season Nummer 5. Und das erste Spiel macht hier Navi gegen FaZe. So, wir warten derzeit noch auf den letzten Spieler und ich wollte die Zeit nutzen, um auf eine Mini-Umfrage auf meiner Facebook-Seite hinzuweisen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welche Streaming-Auflösung ihr denn gern bevorzugt. Ist es 720p oder das neuere 1050p? Ich schaue den Link nochmal in den Twitch-Chat. Würde mich freuen, wenn ihr da kurz eure Meinung kundtun könnt. Auch wenn der Trend gerade schon zu 1050 hinneigt. Zu den Lags dürfte es auch etwas Erfreulicheres zu berichten geben, denn ich habe was umgestellt, das wird auch im Twitch-Blog empfohlen und sollte jetzt einigermaßen flüssiger laufen. Die ersten Tests liefen zumindest schon mal ganz okay. Falls es jetzt trotzdem heute noch zu Lags kommen sollte, einfach ruhig weiter reporten. Ich behalte hier auch meine Seite im Blickfeld. Aber bis jetzt läuft hier alles gut. So, wir warten noch auf den letzten Spieler von FaZe. Wer ist es überhaupt? Susig Bondig ist da. Schara dürfte das sein, wenn er überhaupt spielt. Ja, müsste Schara sein. Hopkins auch da. Gar nicht mal so ein schlechtes Lineup bei FaZe, muss man sagen. Doch ein paar ganz gute 1-6er drin. Allen voran Bondic. Hopkins auch ein Name. Schara auch 1-6 gespielt. Mal gucken, was die Ukrainer hier gegen ihre Landsmänner von Navi tun können, die ja natürlich schon der große Favorit sind. Jetzt auch mit einem Event im Rücken. Das war sie wirklich schon ziemlich gut auf. So, ich denke mal, 1-on-1 geknifed wurde schon und Mirage bleibt die Map. Sonst hätte der Admin hier schon längst das 1-on-1 gefordert. Steht da noch Shootmania? Ist das nicht geändert oder was? Mein Game noch nicht geändert. Ein Fehler sondergleichen. Immer noch auf den letzten Spieler hier warten. Wo ist denn Slam eigentlich? Ich dachte, der ist immer direkt auf dem Server drauf. So, um 20 Uhr gibt es dann schon das erste Spiel mit deutscher Beteiligung, und zwar Alternate trifft auf ESC. Danach um 21 Uhr spielt Virtus gegen Maus und um 22 Uhr muss Maus nochmal ran, und zwar gegen NiP. Davon denke ich mal heute gespannt sein. Mäuse ja relativ lange jetzt nichts mehr gespielt, bis auf EPS. Doch, ich glaube, war das letztens auch gegen Virtus oder sowas? Ne, das war Faculty. Also ich kann mich gerade nicht mal ans letzte Mausspiel erinnern. Also abseits der EPS. Von daher
Bin ich mal gespannt, wie gut sie gerade sind. So, jetzt sind alle Spieler drauf. Settings wurden auch geladen. So, wir sind live in der Live. Also viel Spaß hier beim ersten Spiel. Face gegen Navi. Und ordentlich Decoy Action. So, Navi sichert sich. Ah, Moment. Da sichert sich die Pistole, wird wahrscheinlich auch swappen wollen. So, wer ist Duck Passenger? Edward ist das, ja. Makalov. Starix ist es also. Ein Dexter-Fan anscheinend. Huch! Hab ich noch den Text drin? Das tut mir leid. So, Text ist raus. Danke, gut, dass ich den Kommentar nachgelesen habe. So, und Face direkt mit einem Kurzrush. Aber ich krieg aber die ersten Spieler. Oh Gott. Das war seltsam. Und schon hinter dem. Muss auch schon angesagt gewesen sein. So gut die Runde losging, so knapp wird sie jetzt auf einmal. Dann der Verämter und nur noch Markloff gegen 2 mit P zu 5. Boah, krass, kriegt er von Ask. What the fuck, aber Navi hat auch eigentlich den Kurz relativ gut aufgehalten. Da hat man es noch kurz gesehen, zwei Leichen. Aber die B-Spieler haben sich irgendwie nur auf Fenster konzentriert. Anstatt da kurz irgendwie noch darauf zu achten. Sehr komische Runde. Oben nicht verwirren lassen, ist noch nicht geswitcht. Wird der Admin, denke ich mal, direkt jetzt gleich machen. Face sind Franzosen? Nee. Face sind Ukrainer. Zumindest zu 4/5. Fofkin ist Russe, der Rest müssen alles Ukrainer sein. Bei dem Ask bin ich mir nicht sicher. Ah doch, ist auch. Auf LTV ist er auch als Ukrainer geführt. Von daher sollte das passen. So, relativ. Gut geschossen von Edward. Schade. Ah, da hätte gut und gern noch ein zweiter fallen können. So, jetzt wurden noch die Namen oben geswitcht vom Admin. Schneller Argo. Oh, Zeus ist leider schon gesehen. Timing nicht ganz noch gereicht. Diesmal auch eine Full Eco gewesen bei Navi. Vorher hatten sie ja noch P250. So, erste Equip. Mal schauen, ob Markelov. Ja. Direkt mit Aare. Und Zeus mit Scar. Krass. Hat auch 0 Dollar jetzt. Richtung B. Nee, schneller Kurzgo. Markloff hilft direkt. Richtig, richtig gute Smokes da. Oh, was ein Flash. Sehr schönes Timing. Der C ist gerade aus der Smoke raus. Und dann war es Zeus blind. So, er kriegt den Frag im Mini-Döner.
Muss aber vor sich aufpassen. Senja hat da nur Action. Boah, der kriegt Gesicht. Aber Edward steht dann kurz, beziehungsweise zusammen mit Starix am B. Bondic jetzt auch noch über kurz. Edward muss dann langsam wieder aufpassen. Oh, ist Mini-Dünner drin. Wäre ziemlich wichtig, hier mit vier Mann zu überleben. Boah, B wäre ja, glaube ich. Ah, ist nicht keine gute Entscheidung. Gegen drei Mann jetzt. Wird er jetzt auch schon gespottet. Boah, ich schieb direkt weg. Oh, Senja läuft ihm rein. Oh Gott, nicht gut kommuniziert dort vom B, dass er da nicht kommt. Aber Edward der kurz. Also Runde nochmal gerettet. Eigentlich hätte Bondic da legen können, aber er wusste, ich wollte natürlich irgendwie noch einen Frag bekommen. Trotzdem, die eine Waffe von Senja auf jeden Fall unnötig verloren. Dennoch erste Runde an Navi. Hier direkt pushen. Also Gas ein bisschen anziehen. Oh, wie schon einer vor. Und ja. Starix wusste nicht, dass da schon einer vorne ist. Aber Mark läuft direkt da an der Küche. Dürfte auch seinen ersten AWP-Schuss. Oh, Edward schon hinten B-Haus dicht. Was gibt aber ein Argo? So, schön zurückgezogen von Senja. Wissen jetzt auch genau, was abgeht. Jetzt kommt auch der Go. So, wenn sie jetzt einfach lange überleben und Edward von hinten kommen lassen, dann ist die Runde auf jeden Fall gut gewonnen. Die Bombe ist noch nicht geplant, denn Senja stirbt. Boah, Zeus, riesen Fehler meiner Meinung nach, dass sie davon sterben. Machen das unnötig knapp jetzt nochmal. Boah, das ist schön gespielt von FaZe, da zusammen auf Frack zu gehen. Und jetzt ist Edward erst hier. Aber kann man ihm nichts vorwerfen, er hat es eigentlich genau richtig gespielt. Seine Mates haben es halt irgendwie komplett falsch gemacht. Scheint mir irgendwie nicht so konzentriert zu sein hier. Boah. Und Kit, 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 Kit. Da ist ein Kit. Hol dir doch das Kit. Boah, seine Mates haben sie, glaube ich, auch jetzt noch eben gesagt, aber das reicht von der Zeit. Hauptsache läuft der AWP. Das Kit liegt einen Meter daneben und pickt nur die Arme. Aber trotzdem, Runde gereicht. Aber wie unnötig war das mit dem gespielt von Navi? Sehr schlecht, ist man gar nicht so gewohnt von ihnen. Ja, wobei, ein Go vielleicht schon, keine Ahnung. So, durch den Plant nochmal Waffen ermöglicht bei FaZe. Oh, Zeus liegt direkt an dem Haus. Mini-Mini-Russenduck war da dabei. Boah, nur der 5 HP. Bisschen lucky vielleicht aus dem Duell gekommen. Boah, Mark läuft die Füße, glaube ich, gesehen. Boah, was Navi heute für Gas gibt. Echt krass. Boah, schade, den zweiten heute nicht. So, Action Senja. So, ist mit seinem Low-HP unter Holz. Rudy Nate. So, es geht ins Eck. Wenn jetzt Senja noch ganz gut zeigt. Das kann Zeus sogar noch ein, zwei machen, mit Glück. Schade, das wird aber gespottet. So, Senja hat noch keinen Support, ist gerade noch alleine, spielt's gut. Boah, kriegt jetzt Headshot von Ask. Der gibt wirklich gut, teilt wirklich gut aus und Edward kommt wieder von hinten. Senja hat noch, Starix hat noch einen Molly. Ah, fuck, sorry für die Fail dort. Mit hinten rechnen sie noch nicht. Das hat Ask gerade das Leben gekostet, nur noch Bondic im Haus. Boah, hat er da eben hübsch gesehen. Boah, kriegt noch mal Headshot von Edward. Super Spiel von ihm auf jeden Fall. So, wollen sie auch die Arme holen? Reicht das? Ja, reicht easy. 3-3, Navi gleicht aus, 3 Runden in Folge. Bombe aber wieder gelegt, wieder sind sie aufs Spot gekommen, wieder war es eine knappe Runde. Also an sich bisher ein ganz solides Spiel von FaZe. Entscheiden sich auch echt nochmal zu kaufen. Mit teilweise 3-3, 3-2 nur.
Diesmal A Fake Bigo. Ausgenommen am Schlitz. Interessanter Bang. Boah, man sieht's genau, die Schüsse gehen durch. Nett, nett. So, Makelov unter Bedrängnis. Hat aber. Edward ist direkt hinter ihm. Stepposi wurde noch nicht gecheckt von ihm. Steppen natürlich, geben damit auch Infos preis. So, jetzt der Argo. Boah, Zeus fällt. Ganz, ganz wichtige Frags. Senja unter Bedrängnis, aber macht noch zwei. Sehr starke Runde von ihm. In so einer Situation noch zwei Frags zu ziehen. Sehr stark. Und Makelov hört auch gut treffsicher mit Abe. Boah, das war ein guter Schuss. Oh, komm, der letzte auch noch mit P2000, schade. Starix von hinten. Ah, leichte Probleme, aber setzt dann doch noch den Frag. Schöne Runde von Edward. Was sag ich denn? Von Makelov, aber vor allen Dingen auch von Senja. Dort noch zwei Frags zu machen, das hat einfach die Runde gerade gerettet. Führung somit. Und ich habe Map TBA stehen. Tillmann merkt, dass ich eine Weile nicht gecastet habe. Das ist auch behoben. Danke für den Hinweis. So, schöner Molly. Der hat gerade den Eco-Go am B auf jeden Fall richtig aufgehalten. Uiuiui, aber Starix kassiert. Sollte vielleicht komplett weggehen. Edward den Job machen lassen. Und fünfte Runde in Folge. Aber wenn man sich die HP anguckt, ganz solide Eco von Faith. So, da kam auch eine Meldung, dass es flüssig läuft. Das freut mich doch zumindest schon mal. Sie haben aber schöne Moves. Und Senja überzeugt mich echt mit gutem Aiming heute. Edward stirbt dann noch im Haus. Keiner hat B, aber es, wie man die Overview gerade schön gesehen hat, geht das komplett auf. Und Senja steht nochmal gegen Action. Oh, vielleicht nochmal. Oh, er gibt Headshot. Und Zeus ist da. Oh, den dritten hat er auch, den letzten noch gesehen mit einem HP. Und Hauptsache nochmal Headshot. Also Navi echt richtig gut unterwegs. Spielen schöne, interessante Pushes. Bisher ein schönes Spiel von ihnen, wenn man mal diese komische Runde da vorhin außer Acht lässt. Das war eigentlich so auch so die erste Runde, wo Faith nicht auf den Spot gekommen ist. Und Navi jetzt defensiv. Senja zieht sich komplett weg. Das ist also auf Retake. Ah, ganz nett. Boah, schöne Nade von Zeus. Hat auch noch Connector Safe. Oh, Edward vielleicht wieder von hinten. Ne. Hätte lieber seinen Mate an. Boah, was ein geiler Molly. Man hat es schön am Balken gesehen, was bei Sosig. Wie der AP-Balken runterging. Oh, ein Ask. Ja. Fragt sich da, warum in der Pose stand XD. Siebte Runde in Folge. Aber sie kriegen immer die Bombe. Also jetzt mal abgesehen von der vorherigen Runde, wo Navi übel aggro war. Also wir haben doch... Okay, vorhin die eine Eco am B. Aber ansonsten sehr Eco-armes Spiel. Makelov gegen Shara. Er wartet komplett. Also auch interessant, dass Starix immer einen Molly hat. Kann natürlich auch damit zusammenhängen und wird es wahrscheinlich auch, dass Navi viel Geld hat gerade. Also wäre es eigentlich mal interessant zu wissen, wenn Navi wenig Geld hat, aber trotzdem dann vielleicht, wenn er so 800 noch übrig hat, einen Molly kauft. Oder ob
dann Flashes und Nate und sowas wirft, kauft. Oh, kassiert am Schlitz gut Hits. Und Edward dann kurz. Schön, kriegt den Frag. Zeus nimmt wieder verspätet die Posi ein. Und checkt auch das Eck. Schön direkt drauf auf Kopf. Beziehungsweise Hals. Passt auch Haus auf. Muss Action noch 8 geben. Das spielt Face gerade müssten. Aber gut, war halt gut reingepusht von Zeus. Boah, jetzt nochmal dieselbe Posi. Ah, Senja ist zur Stelle mit Headshots. Boah, nur noch Edward über Base. Diesmal nicht von hinten. Boah, hat er fast einen Free-Frag dort. Beide sind richtig low. Boah, gib ihm doch. Boah. Boah, viel Schuss hat er nicht mehr gehabt. Aber dadurch, dass beide schon so gut angeschossen wurden von den Mates, relativ problemlos von Edward. Steht da wirklich auch zurecht oben. Auch wenn halt, hier niemand von Navi wirklich irgendwie extrem negativ auffällt. Machen alle ihre Frags. Schnell angelegt. Edward wieder mit den Bangs. Echt mal nice, wenn er Headshot gibt oder so. Starbucks selbstverständlich wieder oder immer noch mit Molotov. Dort auch das Teamplay. Markelov lenkt da ein bisschen ab. Gibt jetzt Edward eine Flash. Relativ gute Kontrolle jetzt gewonnen durch Edward. Wissen Mitte ist nichts. Senja ist auch Action-Offensiv. Haus zieht halt niemand. So, und jetzt der Bego. Oh, verspätet. Ganz spät die Smoke von Starix. Da sah er gerade nicht gut aus. Der Edward kriegt auch schon gute Hits, kann dadurch nur einen machen. So, wieder mal eine knappe Situation. 3 gegen 3. Senja wird noch über kurz kommen. Gleich auf Shara treffen. Und er kann das Duell gewinnen. Auto Director wollte nicht, dass wir den Frag sehen. Bombe gelegt, das sieht gut aus. Und nur noch Zeus und er kriegt auch in die Fresse von Bondic. 8 zu 4. Das war schön gespielt, aber auch eigentlich nur dadurch verloren, dass Starix da das Smog geworfen hat. Ich glaube auch nicht, dass er schon wusste, dass sie so weit von sind. Also einmal ein kleiner Fehler am B und so wird quasi die Runde verloren. Und Senja wieder übel offensiv. Da gab es nochmal eine Fläche hinten von Zeus. Und da daddelt ihn im T rein. Oh, was? Ah, typisch Go. War eigentlich drauf für meinen Geschmack. 25 Damage gegeben. Zeus nimmt wieder offensiv Action ein. Also da habe ich wirklich mit einem... Erinnert mich ein bisschen an das 2 City-Spiel aus 1.6 Zeiten von Navi. Dieses sehr aggressive, sehr offensive gefällt mir, wie sie hier das Spiel machen. Oh, schön gepusht von Starix. Man sieht auch den Schatten. Nice. Sehr schön ausgenutzt. Die letzten beiden sind auch noch in seiner Nähe. Zieht sich auch schön weg. So ist auch T-Base. Sie sind da immer noch am Eingang zum B-Haus. So, Zeus hört er die Steps. Läuft auch schön links, um da potenziell wahrscheinlich auch wirklich Steps ansagen zu können. Ah, jetzt wird's nochmal knapp. Oh, Frofkin. Hat er den Step noch gehört? Müsste eigentlich. Aber wird von Zeus geholt. Und nur noch Ask. Aber der gibt gute Schellen. Aber nicht gut genug. 9-4. Runde gewonnen, Runde verloren. Und wenn das nicht Eco heißt, dann weiß ich auch nicht. Es wäre aber trotzdem erst die zweite von Faith. Und so, sie kauft trotzdem einfach mal AK. Richtung B. Edward spottet. Und diesmal Starix wirklich kein Molly.
Wahrscheinlich doch so eine Launenentscheidung aus der Laune heraus. Oder Bälle. Na, hat doch hin. Ach, diese Drecksanzeige, dass da nur 3 Granaten angezeigt werden. Also Navi 1 ist gemäßig wirklich. Das kann sich sehen lassen. Man darf nicht vergessen, dass Navi die Pistole verloren hat. War ja eigentlich noch viel, viel krasser. Edward eine interessante Pose da mit den Smokes. Boah, hätte vielleicht noch von hinten. Oh, Mini-Döner. Oh, wie glücklich von Maklov, dass der unterm Fenster schon stand. Dadurch überlebt hat. Zeus fällt noch am A und der Fake. Ja, was gar kein Fake ist. Geht gerade auf. Oh, super blind da gewesen. Schön. Gute Head. Oh, Bondi von hinten. Schön aufgeräumt mit der Galil. Und Sosik auch. Sehr schön. Und einfach einmal nur noch Starix. So eine aussichtslosen Situation kommt einfach Bondi von hinten. Und lascht einfach die Navi-Spieler weg. Und ich predikte jetzt, das wird ein Molotov-Kill. Oder der Molotov wird eine entscheidende Rolle jetzt in dem Retake spielen. Mark my words. Oh, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Ah, er fliegt ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. Und ich habe teilweise recht behalten. Ist jetzt auch bekannt. Boah, krass, mit 6 HP. Glücklich vielleicht am Ende noch ein bisschen mit Sosik, wenn Sosik da ein bisschen eher drauf ist, ein bisschen besser schießt. Hatte der Starix. Und er hat echt so lange da gewartet, der Sosik, dass Starix wirklich noch damit gerechnet hat, dass er B geht. Oder er wollte wirklich noch über Action kommen, kann auch sein. Und dann hat er gemerkt, naja, das dauert eh zu lange. Vor allem ist auch nicht gut, weil er die Info weggibt. Trotzdem, 11-4, Navi hier sehr viele Runden in Folge geholt, dann Face noch eine und am Ende sind es leider nur 4 Runden overall geworden. Und das trotz Pistol. Ein kurzer Spot und dann geht's weiter hier mit der zweiten Hälfte. Und für alle, die jetzt keine Werbung sehen, könnt ihr gerne mal in Twitch-Chat schreiben, ob es Lags gibt oder nicht. Bisher nur ganz, ganz wenige Kommentare gesehen bezüglich Lags oder sowas. Beim Vote läuft alles da nicht. Das ist doch schon mal erfreulich. So, wir sind live in der Pistole. Wollte gerade noch was nachschauen, aber mache ich später. Ask allein auf dem A. Und er wird jetzt einfach überrannt. Boah, kriegt aber noch einen Headshot. Uiuiui. Dass er dort noch einen macht, kann Face vielleicht sogar die Runde retten. Sie haben aber kein Kit für den Retake. Markelov Action Deck komplett nach hinten. Muss sie jetzt mithelfen. Oh, aber Senja hat Base eingenommen. Jetzt ist es fast unmöglich, wenn Senja... Boah. Krass von Starix. Sorry, Starix war das nicht, Senja. So, jetzt kann sie einfach easy runterspielen gegen Roddick. Keine Chance bei ihm. 12. Runde. Erste Pistol für Navi. Hier in diesem Spiel. Boah, und trotzdem nur 12-4. Nicht übel. Hat sich Face auf jeden Fall verspekuliert. Übrigens war es ein netter Trick eigentlich von mir, herauszufinden, wer keine Werbung hat. Also, demzufolge, wer dann Adblock hat.
Aber fällt mir jetzt erst auf. So, dann habe ich auch in der Anti-Eco keine Probleme. Ja, es ist nicht, man kriegt nicht immer Werbung, glaube ich. Das ist ganz seltsam. Ah, ja, nee, Turbo hast du auch nicht. Also, ich glaube, es ist auch so, dass man nicht immer Werbung kriegt. Also, schon häufig. Was auch sein kann, dass du erst kürzlich auf den Stream gekommen bist und dann noch in dieser Zeit bist, glaube ich, wo du keinen Spot mehr kriegen kannst oder so. Ja, irgendwie wurde da mal was geändert. Oder zumindest die Pre-Rolls sind irgendwie angepasst wurden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall soll es jetzt angenehmer sein, einfach ein bisschen rum zu switchen und nicht direkt immer eine Ad zu kriegen, wenn man den Stream aufruft. So, zurück zum Spiel. FaZe hat gekauft. Schade, sieht schon Nate. Navi eher mit Standardaufbau. Senja allein vor der Action. 2 B-Haus, 2 Mitte. Und Zeus. Was? Oder Dinge gemacht. Ah, da Mini-Döner. Interessant. Und Navi schiebt weg. Frage jetzt, ob sie zu. Schieben zu Starix. Auch interessant. Normalerweise sieht man das dann, dass die TS nochmal Action aufbauen. Boah, ganz wichtige Frags von Starix. So, Mates kommen hinterher. Und ist nur Sosig am Kurz. Kann aber einen machen. Gar nicht mal so gute Waffen hier am Start bei Navi. Und Küche bekannt. Boah. Starker Schuss von Fofkin. Bombe noch nicht gelegt. Wo ist die denn? Zeus wird halt von kurz bedrängt. Oh, und jetzt fällt der wichtige Frag für Sosig. Sehr, sehr stark und eben damit sein 2K. Bombe muss jetzt auf Spot gelegt werden. Edward verschießt da auch. Das sieht gut aus. Boah, sehr gut sogar sieht das aus. Starke Runde von FaZe. Da hatten nämlich richtig Probleme, halt den Kurzspieler zu killen. Aber wie gesagt, die Waffen waren auch gar nicht so gut bei Navi. Da war keine AK, soweit ich mich erinnern kann. Nur Galil hat doch Sosik hat eine. Also eine AK war da vielleicht dabei. Eine Galil. Bisschen so MPs. Aber da hat sich's Kaufen ausgezahlt. Bombe aber noch planten können, somit Navi doch noch am Kaufen. Kurz Smoke. Zeus diesmal mit im Haus. So schön, wie Smokes gleichzeitig kommen. Wird vorgeschickt. Oh, hat ihn gesehen. Oh, jetzt kurz. Schön. Markelov kriegt den Frag. Oh, Edward kriegt auch den Frag im Döner. Und jetzt wird A in die Zange genommen. Fofkin Mitte raus. Wird. Oh, Navi spielt's gut. Haben A fast eingenommen. Jetzt so sick gespottet. Aus. Schöner Refake von Zeus. Sehr gut auf die Ansage reagiert. Und Fofkin Mitte, der scheint auch bekannt zu sein, kassiert jetzt nochmal eine Flash von Edward. Oh, jetzt richtig blind und Makelov schnappt ihn sich. Schönes Teamplay. 14 zu 5. Und das wird das GG sein, denn FaZe hat kein Geld. Müssten eigentlich zweimal sparen. Und kaufen jetzt schon, was geht. Drüber lachen. Über die Partnerfrage.
Nettes Schüsschen von Fofkin. Na, wir aber auch schon auf der Jagd. Ganz gut umgemäht hier. Die, ganz gut dezimiert, die Navi-Spieler, aber Runde geht halt an die. An das Top-Team. So, Draw schon mal gesichert. Und jetzt halt, wie gesagt, noch wenig Equip vorhanden. Wobei, 2M4 sogar. Sogar eine große Weste. Das hat irgendwie doch zu mehr gereicht als erwartet. Ja, ich meine, mit ein paar Kills natürlich auch noch ein bisschen Geld aufs Konto gekommen. So, trennen sich für den B-Push. Boah, werden direkt gespottet. Allerdings nur von einem. Also da hat Starix sich wahrscheinlich auch ein bisschen Hilfe erhofft von seinen Mates. Und die sind, wie man gerade sieht und auch vorhin noch gesehen hat, sehr weit hinter ihm gewesen. Sehr seltsam, aber das könnte ihm vielleicht jetzt doch noch helfen. Durch diesen unerwarteten Go jetzt. Unten links. Boah, krass. Also Senja fast einzelskillmäßig einer der besten bei Navi, muss ich mal so sagen. So, persönlich. Aus meiner Sicht. Face holt sich doch noch eine Runde. So, Streamknochen, heute Mausspieler, dann machst du alles. Ich mache alles. Streams heute Maus gegen Nip? Ja, hat sich damit ja auch quasi schon beantwortet. Ob ich neues Inet habe? Nein. Und wer Alternate um 8? Ich mach doch Alternate um 8. Heute ist Bumum Day. Yep. Das ist wahr. Oh, Marco, vergisst da die Bombe. Oder faked allein nochmal wissen. Edward wartet Mitte. Oh, gutes Timing. Oh, jetzt schade, leider gesteppt, aber geht weg. Gut gespielt von ihm. Zeus kriegt sogar noch Frag. Jetzt gibt's den Go. Die Bombe ist halt, glaube ich, immer noch mit. Boah, huhuhu. Was Zeus hier gibt. Oh, komm schon. Boah, und da muss das mit einem Burst finishen. So, jetzt die Bombe noch geholt. Und Shara rechnet, glaube ich, wirklich damit, dass es ein B-Go ist. Und Edward jetzt Action raus. Oh, wie gut das ist für Navi. Vielleicht hört Markloff jetzt sogar. Ja, jetzt hat er ihn gehört. Kann das ja gute Posi nehmen. Boah, macht's doch gut. Sieht gar nicht. Edwards lenkt, würde, hätte sogar nochmal abgelenkt. GG, Kratzer Navi. 16-6 und das ohne ZT-Pistol. Respektables Spiel von ihnen. Bis auf die eine Runde, die wirklich seltsam war. Aber ansonsten haben sie mich auf jeden Fall gut überzeugt. Schönes Spielchen. In einer guten Viertelstunde.